Und damit herzlich willkommen zum Spiel gegen Augsburg. Ich habe leider ein bisschen zu spät gedrückt, weil ich noch ein bisschen ja, angefressen bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die Pause auch nicht so lange gemacht, wie ich sie vielleicht hätte machen sollen. Aber nichtsdestotrotz gehen wir jetzt in die Partie gegen Augsburg. Ich nehme noch ein Schlückchen zu mir. Eieiei, lecker. So, ich weiß nicht, wie man da sehen, weil dieser schwarze Balken wieder alles verdeckt. Nummer 4, ach ja, Marquinhos. Unser Neuzugang natürlich, wen sonst? So, mit Marquinhos in der Abwehr ist da hinten hoffentlich alles dichter, damit sowas nicht nochmal drin vorkommt, dass ein Niklas Stark bei einer Ecke unter dem Ball. Oh, wir sehen mal eine Startaufstellung. Womit kommen wir denn zu der Ehre? Ich verstehe es nicht, dass man das nur ein paar Mal sieht. I don't get it. So halt müssten die vor jedem Spiel einblenden. Oh, so viele mit einer gelben Karte. Wir sind wohl eine nicht sehr faire Truppe. Ihr seht schon Delafour auf rechts, Eib auf links und Kalou in den Sturm. Bojan auf der Bank, Wadi auf der Tribüne. Hat einfach keinen Bock mehr auf Wadi. Immer wenn der in der zweiten Halbzeit drin war, lief da vorne gar nichts mehr. Seine Ballannahme ist einfach unter aller Sau. Und hier in dem Spiel. Was war denn jetzt schon wieder? Geht es schon wieder los? Ja, ich sehe da voll das Foul. Also das ist der Wahnsinn, was ich da an Foul sehe. Es kann doch nicht sein, dass der so krass foult. Also ich habe nichts gesehen, ganz ehrlich. Ich habe wieder nichts gesehen. So, Wiederholung, hast dich abgeregt. Wunderbar. Stocker anwählen. Trotzdem kommt der kurze Pass zustande, ist ja klar. Kannst du halt nichts gegen machen. Stocker, schön. Zack. Stocker, Kalou geht. Und der Ball, der kommt einfach nicht an. Das ist doch so schlecht, ist das. So schlecht. Und Eib macht trotzdem das Tor. So schlecht. Trotzdem, warum kommt der Ball auf Kalou wieder nicht an? Ne? Ich verstehe das nicht. Der war doch so klar, dass der ankommt. Und dann spielt er so einen Ball so richtig schlecht. Hier definitiv kein Foul von Emre Can. Und dann ist Eib durch. Könnte auch abseits gewesen sein. Aber ist mir gerade egal. Spiel hat einiges gut zu machen bei uns. Könnt ihr auch mal schreiben, wie ihr die Facecam findet. Ihr könntet auch mal die Outros gucken, denn dort erwähne ich viel, was ihr schreiben könntet. Aber bis dahin gucken die wenigsten. Ansonsten würde ich mich immer freuen über Daumen nach oben. Ganz klar, unterstützt mich sehr, damit ihr auch seht, was gefällt euch nicht. Ihr könnt Kommentare zu der Facecam abgeben, zu unserer Aufstellung, zu Transfers. Ihr könnt meine Facebook-Seite besuchen. Link in der Videobeschreibung. Ihr könnt auch mal auf Twitter vorbeischauen. Link in der Videobeschreibung, auf meiner Homepage vorbeischauen, Überraschung, Link in der Videobeschreibung. Einfach da mal ein bisschen mehr machen. Da scheinbar die Outros keiner guckt, muss ich das mal hier ein bisschen erwähnen, obwohl ich mir für die Outros immer so viel Mühe gebe, wenn ich die erstelle. Das ist voll schlimm. So, den senden wir einfach um. Zack. Ja, Stocker. Ja, klar, Staphylidis, mega Antritt. Und Chan schlägt den Ball nicht weg. Hallo Spieler, habt ihr heute wieder keine Lust? Das ist manchmal verrückt in der Abwehr, was da vor sich geht. Q gegen Weiser. Kalou müsste eigentlich laufen, aber hat keinen Bock. Ich sehe da oben auch nichts. Ja, ich sehe nichts. Wie soll ich, was soll ich denn machen, wenn ich nichts sehe, Mann? Fucking Kamera, geh noch mal da weg. Ach, und die Wiederholung dauert wieder so lange, weil es zu faul war. Es macht keinen Spaß, Freunde. Es macht keinen Spaß mehr. Diese Aufnahmesession kannst du total in die Tonne treten. Es macht keinen Spaß. Ja, lad dich doch mal aus, Mann. Das gibt's nicht. Ey, Pro Evolution Soccer, Konami, ich. Nee, mir fehlen die Worte. Wer FIFA nicht. Huch, was ist denn das für eine Kameraeinstellung jetzt? Ja, und ich kann nicht stoppen. Hallo, stopp! Junge, Junge, ich konnte nicht eher auf Stopp drücken und jetzt wird es ein Gegentor hageln. Oh, Torwart hat ihn. Das gibt's ja gar nicht.
Schön. Das ist doch kein Abseits gewesen. Das wird schön gespielt. Ja, voll das Abseits. Jawohl, Abseits. Definitiv haben wir alle gesehen. Abseits. Ey, ich muss mich gerade richtig beherrschen, hier nicht komplett auszuflippen. Meine Fresse, das gibt's doch nicht. Wow. Wow. Ich sehe echt viel vom Spiel geschehen. Ball wird hier gespielt. Kann ich nicht weiter wegzoomen? Mann, ich will keine Spieler von denen. Schon was nicht. Ja, war abseits. Okay. Müssen wir aber auch hier selber aufklären, ist ja vollkommen klar. Mit einem langen Ball haben die meine komplette Abwehr ausgehebelt. Ja, schlag den Ball nicht weg. Bloß nicht. Kalou ist eigentlich schneller als Kalsenbracker, aber Kalsenbracker ist hier im Spiel schneller. Das ist wunderbar. Ist ja, der Kerl ist 2 Meter groß, ist aber schneller als Kalou. Wem willst du das erzählen, Spiel? Wem willst du das erzählen, Spiel? Wem willst du das erzählen? Also ganz ehrlich, wer sich jetzt hier nicht verarscht vorkommt, der muss doch definitiv einfach hohl in der Birne sein, oder? Wenn ihr meint, ich würde nicht vom Spiel verarscht, dann seid ihr echt, sorry, aber ich muss es so sagen, ihr seid einfach strohdoof. Playmobil-Spieler, ganz einfach. Das Spiel verarscht mich nach Strich und Faden. Kalou soll langsamer, Kalou ist nicht der Schnellste. Keines Willen. Vor allen Dingen nicht mehr in seiner aktuellen Form. Aber der ist doch wohl schneller als Kalsenbracker. Ja, klappen! Ich war im Ballbesitz. Dumme Wiederholung. Ja, und dadurch bleibt der im Ball. Das ist doch zum, das macht keinen Spaß, Mann. Oh, ich bin so sauer. Ich kretsche nur noch vor mich hin. Danke, dass du mir jedes Spielvergnügen nimmst, Spiel. Jedes Spielvergnügen. Ja, guck mal, jetzt kommt man gar nicht am Ball, obwohl man sich hier so sehr konzentriert. Es ist zum Heulen, ey. Bäm. Jordan Ibe, unaufhaltsam. Trotzdem, so zum Kotzen, der Kalou hätte das Tor vorher easy gemacht nach dem Freistoß. Ja, durch die Wiederholung sehen wir wieder gar nichts vom Tor. Jetzt so rein gar nichts. Vielleicht die letzten 2 Sekunden vom Torjubel. Wenn überhaupt, nee, selbst die sehen wir nicht. Doch, ein bisschen. Das ist lächerlich. Meine Fresse, ist das heute unlustig. Ist das unlustig. Jetzt führen wir wieder 2-0. Haben zwar nicht ganz so hohen Ballbesitz wie gegen Gladbach, aber geht wieder 2-2 aus. Bestimmt. Das Spiel findet Mittel und Wege, das zu verhindern, dass ich hier gewinne. Wie können... Ja, guck mal. Guck mal! Guck mal, wie die am Ballbesitz bleiben! Wo rennt denn der auch nach Balleroberung hin? Das ist die Krönung. Es ist einfach nur die Krönung. Alter Schwede, hier läuft so viel falsch. Ja, geh nicht hoch zum Kopfball. Ja, und bleib im Ballbesitz. Alles klar. Alles klar. Ich sag ja, das Spiel findet Mittel und Wege. Das ist... Ich bin so kurz davor, den Controller an die Wand zu klatschen. Das macht keinen Spaß. Aber leider ist es... Ich habe nur 2 Controller und die sind schweineteuer. Und ihr wisst ja, mit dem Geld ist das so eine Sache. Deswegen muss ich mich extrem beherrschen. Das ist so zum Kotzen, dass der nicht zum Kopfball hochgeht. Der gewinnt den Ball und Bobadilla bleibt am Ball. Das ist einfach lächerlich. Jetzt lächerlich, ganz ehrlich, das ist lächerlich.
Ja, und jetzt fängt es wieder an zu regnen. Zufälliges dynamisches Wetter. Jo, zufällig vor allen Dingen. Delafaux ist vorbei und dann wieder so eine Ballername. Das ist so. Mann, ey! Es ist zum Heulen, echt. Ich raste hier komplett aus. So, Spastis. Wäre mal schön, wenn du die wirklich abschießen würdest. Ey, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ganz ehrlich, ich hatte echt, es ist keine Lüge, ich hatte so viel Lust. Ansonsten hätte ich mich nicht, ohne mir vorher die Haare zu machen, mich hier unbedingt früh morgens direkt drangesetzt und aufzunehmen, ohne wirklich geplant zu haben. Ich hatte so Bock auf Bro Evolution Soccer. Und jetzt habe ich sowas von keinen Bock, das Spiel jemals wieder zu spielen, wenn das so einen verarscht. Es ist nur noch Verarschung, jedes Spiel bisher. Wäre das Spiel normal gelaufen, alle drei Spiele easy gewonnen. Easy. Das erste war nicht schön. Das zweite, wir haben Gladbach so weggerotzt in der ersten Halbzeit und dann diese ganzen Bugs ohne Ende. Ballannahme. Unsere Spieler können den Ball nicht mehr annehmen, aber die gegnerischen Spieler können den Ball annehmen. Dann die Abwehr, kunterbunt. Der Spieler bleibt immer im Ballbesitz beim Computer. Du kannst grätschen, Zweikampf machen, wie du willst. Er bleibt im Ballbesitz. Das macht echt keinen Spaß mehr. Was mache ich denn hier? Meine Fresse, ey. Ich könnte so ausrasten. So. Ja, guck mal, der holt den Ball natürlich noch, obwohl es schon raus war aus dem Rennen. Ach Mann, wenn hier. Ich mach keinen Bock mehr auf gar nichts. Nicht mal kommentieren will ich das noch. Wenn ich immer wieder dasselbe sage, guck mal, wie der im Ballbesitz bleibt, schon wieder. Und guck mal, wie meine Spieler den Ball nicht annehmen können. Und guck mal, wie der da und die da und das da. Und hier, jetzt spielt er den auch noch perfekt nach außen. Der bleibt im Ballbesitz, der legt ihm direkt zum Dings vor. Der macht irgendeine ganz komische Sache. Es macht keinen Spaß. Foul, nein, Hammer, hier spielen wir nicht mit Foul. Oh, dann nimmt er den Ball nicht an. Ich raste aus. Es gibt's doch nicht. Warum nimmt er den Ball nicht an? Meine Fresse, ey. Das gibt's doch nicht. Der ist im 16er, keiner bedrängt ihn und er lässt den Ball einfach rausgehen. Das ist unfassbar, ohne Spaß. Wie sehr will mich das Spiel eigentlich verarschen heute? Wie sehr? So, wird jeder nur noch weggecheckt hier. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, ohne Spaß. Das macht keinen Bock. Ja, das war doch jetzt Ball gespielt. Willst du mich verarschen? Es ist Verarschung pur. Klar, den Ball gespielt. Ich raff's nicht. Ich versteh's nicht. Ohne Spaß. Die Aufnahmesession, ey. Tut mir leid für euch, Leute. Das ist nicht schön anzusehen, aber ganz ehrlich, was soll ich machen? Jetzt kommt wieder ein langer Ball. Jetzt kommt wieder das Tor. Du bist eigentlich sicher hier auf der Seite mit dem 3-1, aber jetzt das Tor, das du nicht verhindern kannst. Weil lange Bälle sind total OP. Denn du bist da hinten immer offen. Immer offen! Ich sag's doch! Ich sag's doch! Es ist so vorhersehbar mittlerweile. Meine Güte, ey. Lustig, lustig. Tralalala. Komplette Verteidigung weg. Guck mal, wo die alle hinrennen. Das ist genial. Klar, die Grätsche ist unnötig, aber was macht hier meine Verteidigung? 25, Brooks, wo rennt der hin? Unlustig, ohne Spaß.
Wir hätten die, würde das Spiel vernünftig laufen, 4:0 weggerotzt. Könnt doch nicht sagen, dass ich scheiße spiele heute. Ja, das ist kein Foul. Bei mir war es eben Foul, obwohl es genauso Ball gespielt war wie bei mir. Das ist lächerlich. Es macht keinen Spaß, ohne Spaß. Das geht heute auch schon wieder nicht für einen Sieg mit uns aus. Die kriegen noch irgendwie, kriegen die den Ausgleich hin oder gewinnen sogar. Das ist einfach lächerlich. Und dann kannst du dich auch nicht mehr konzentrieren, weil du so sauer bist auf das Spiel. Und dann diese langen Ladezeiten. Ausgerechnet jetzt, weißt du, lief die ganze Zeit und jetzt fängt es dann an. Ja, und dann wechseln die Verteidiger und du kriegst nicht den richtigen angewählt. Und jetzt siehst du wieder nichts wegen der Kamera. Toll ist das. Hallo, ich sehe nichts. Oh, du warst doch vorbei. Warum rennt der nicht in den Sturm, der Haraguchi? Ich raste komplett aus. Der hat dort alle Freiheiten der Welt. Alle Freiheiten der Welt. Und er bleibt stehen. Das ist doch nicht zu fassen. Wie kann man den denn nicht machen, ey? Das gibt es nicht. Da schießt er den Ball vorbei, ey. Ist nicht zu fassen. Bei der letzten Aufnahmesession hier, da macht er jeden Ball rein aus sämtlichen Winkeln, weißt du? Und jetzt ist er zu dumm, den Ball von der Mitte aus ins Tor zu schieben. Natürlich. Und Bobadilla hier, der checkt den Brooks und Marquinhos einfach weg. Ne. Schönes Standbild. Congratulations hier. Super Pro Evolution Soccer. Bestprogrammiertes Spiel aller Zeiten. Der kretscht an dem vorbei. Der trifft den nicht ein bisschen. Lächerlich, ohne Spaß, lächerlich. Diese Kollisionsabfrage ist ein Traum, ist ein Traum, ist ein wahrer Traum. Es macht wirklich keinen Spaß, diese Aufnahmesession. Eigentlich dürfte ich das niemals veröffentlichen, aber das Problem ist, ich habe sonst keine Zeit. Och komm, mach jetzt, ich raste gleich nochmal komplett aus. Schnarch. Langer Ball, du bist hinten wieder komplett offen. Ja, klar, klar, klar. Guckt euch das an, das ist doch Gaga. Ey, der Ball, der kommt da so durch die Reihen, das ist so lächerlich. Kriegst du dadurch fast noch wieder ein Gegentor. Jede Standardsituation gegen dich produziert so viel Unordnung hinten in die Abwehr und eigene Standards, kriegst du nichts geschissen. Kannst du dir einfallen, was du willst, du kriegst nichts geschissen, alles ungefährlich. Ja, Wiederholung, wunderbar. Jetzt, der Ball ist 10 Minuten wieder im Spiel und dann blendet der wieder die Wiederholung ein, wenn ich mit Alp laufen kann. Foul. Ah, der Schiri hat's gesehen. Ich bin ja... Woho, das gibt's ja gar nicht. Aber dafür zeigt er keine gelbe Karte. Ball ist schon lange weg. Komm, der erste Foul von Augsburg. Braucht man keine gelbe Karte zeigen, ist doch völlig klar. Scheißegal, wie brutal das war. Nö. Das einzige Positive daran ist, es gibt uns jetzt Zeit. Es gibt uns Zeit. Und je mehr Zeit hier vergeht, desto genervter bin ich zwar, aber desto weniger kann Augsburg noch ausgleichen. Trotzdem ist es einfach nur lächerlich und schade, dass Pro Evolution Soccer so scheiße programmiert ist, dass es dir da voll den Spielspaß nimmt. Och.
Meine Fresse, lad dich doch mal aus. Kein schönes Spiel, aber gewonnen ist jetzt gewonnen. Wäre fast noch wieder in die Hose gegangen. Ihr seht, der Pro Evolution Soccer will unbedingt, dass wir diese Aufnahmesession nichts reißen. Deswegen scheiße ich auch auf die Ergebnisse, auf die Tabelle und mache hier einfach Ende. Wir nehmen die Transfers noch mit, aber es macht so keinen Spaß. So, jetzt haben wir natürlich den Part extra lang, weil die Wiederholung dauert Stunden und wir müssen noch ein paar Transfers machen. Also müssen nicht, aber wir müssen uns darum kümmern, dass ein paar hier die Verhandlungen laufen. Nicht, dass ihr denkt, du musst da gar keine Trophäe, du willst immer nur die ganze Mannschaft in den. Ist mein Spiel, guck's halt nicht, wenn es dir nicht gefällt. Schmock. Neues zu Pablo Alcacer und Stendera. Mal gucken, wie hoch die Preise da sind. Aber da sie auf dem Transfermarkt sind, müssten die eigentlich günstiger sein. Was? 885.000 für Pablo Alcacer? Das ist aber günstig. Da müssen wir eigentlich zuschlagen, ne? Kriegen wir vielleicht die Vertragsdauer verlängert? Aber das ist wirklich günstig. Hier passt die Vertragsdauer, aber da wäre der Preis ein bisschen günstiger. Das wäre schön. 800.000 für Paco Alcacer, echt? Das ist ja der Wahnsinn. Für einen Stürmer 800.000? Nicht schlecht. So. Dann gehen wir noch hier hin, hier hin. Gucken noch mal, wir hatten doch noch hier einen, den wir unbedingt wollten. Was heißt unbedingt? Den wir wenigstens anfragen wollten. Tobias Werner, nee, von Stuttgart wird keiner geholt. Kein Zombie als junger Nachwuchs-Dings vielleicht. Gucken, wie teuer der wäre. Und ansonsten würde ich sagen, kommt hier keiner mehr, ne? Konzentrieren wir uns auf die Transfers, die hier sind. Haraguchi 10 Millionen müssen wir so akzeptieren. 10 Millionen für Haraguchi ist ein super Wert. Hier können wir den Preis noch ein bisschen drücken. Und Wimmer, da müssen wir den Preis auf jeden Fall noch mal ein bisschen drücken. Das ist jetzt wirklich etwas extrem. So. Was eine verfickte Aufnahmesession. Sorry, aber ist einfach unnormal. Verhandlungen. Chigerzi 12 Millionen. Bei 14 sage ich jo oder bei 15, aber so.
Paco Alacer hat, ja, dann nehmen wir das doch, akzeptieren. 885.000, das ist gar nichts. 6 Millionen kriegen wir nochmal. Wir probieren nochmal zu drücken. Wenn der Transfer scheitert, dann ist mir egal, ist nicht ganz so schlimm. So, Freunde, Paco Alacer für 800.000, ist das ein Bug oder will Valencia den so dringend loshaben? Das ist ja krass. Das ist schon krass. So, und jetzt können wir das letzte Mal die Werte verändern von Transfers. Ansonsten müssen wir das dann in der, am nächsten Tag akzeptieren, wie es kommt. Gucken wir mal, ob wir den Preis nochmal drücken können bei Thorgan Hazard. Bei Kevin Wilmer müssen wir auf jeden Fall drücken. Weigel 7 Millionen drücken, das ist viel zu teuer für den. Und Kinsombi 3 Millionen, da probieren wir auch nochmal ein bisschen runter zu gehen. Das hältst du ja im Kopf nicht aus. So, der Paco. Der kommt jetzt erstmal in die Startelf. Ansonsten haben wir hier keinen mehr, den man in die Startelf tun wollen, dürfen müssen. So, dann gehen wir nochmal ins Training rein und sagen, der Paco, der soll gucken, dass er auch schneller wird. Das fehlt ihm noch so ein bisschen. So, und dann gehen wir noch in den letzten Transfertag hinein. Und dann haben wir diese leidige Aufnahmesession endlich hinter uns gebracht. Aus so viel Lust, endlich wieder Pro Evolution Soccer aufnehmen zu können, ich will immer Fußballmanager sagen, ist so viel Unlust und Frust gekommen, das ist so, einige Angebote nochmal, ui, Entschuldigung, nochmal hier reingekommen. Nee, auf Suche wollte ich nicht, da passiert nämlich nichts mehr. Thomas Kraft, 9 Millionen, jo, ist okay, haben zwar keinen Ersatztorwart, aber passt schon. Langkamp 4 Millionen, 4,4, müssen wir auch sagen, leider okay. Cigerzi 13, jo. Ist ein guter Preis für Cigerzi. Baumi für 8. Müssen wir erstmal gucken, was neu reinkommt. Behrens soll ja eh weg. Das akzeptieren wir. Pekarik soll weg. Darf weg, soll es immer so hart. Brooks lehnen wir ab, der geht nicht. Könnte er knicken. Stocker 19 Millionen, krass. Warte ich auch erstmal ab. Shelbred darf gehen. Boah, haben wir Geld? Das ist ja unfassbar. 14 für Kalou ist eigentlich ein bisschen wenig. Stendera, sagen wir yo. Hazard, sagen wir yo. Dann verändert sich die Mannschaft aber krass. Yep. Weigel, ja. Bisschen teuer, aber egal. Wir haben ja jetzt das Geld. Kinsombi auch noch. Yep. Und dann dürfen Kalou, Stocker, Baumi. Wir machen hier komplett umwandeln. 107 Millionen an Transferbudget haben wir. Fuck die Henne. Vertragsverlängerungshandel, what? Habe ich hier irgendwas übersehen? Wer denn? Behrens, ach so. Behrens war das. Ja, dann ist das egal. Jep. Der ist ja eh schon verkauft, von daher Schwachsinn. Ja, die Elf des Tages, des Monats, Delafoe, Eib, Chan, Stocker, Brooks, Langkamp. Viele Spiele, aber es wären noch deutlich mehr drin gewesen.
Ja, schade, dass so ein bisschen die Aufnahmesession, die eigentlich positiv verlaufen ist, durch die ganzen Bugs und Dinger so ein bisschen den negativen Schwung mitbekommen hat. Das ist sehr schade. Kraft, Langkamp, Cigerzi, Baumi, Behrens, Pekarik, Stocker, Schellbrett, Kalou, fast die ganze Hertha ist weg. Fünf neue Spieler bekommen. Tja, so sieht's aus. Umiti, können wir mal anfragen. Wir haben ja noch das Geld. Von Liste löschen, von Liste löschen. Wobei wir eigentlich in der Innenverteidigung nichts brauchen, meiner Meinung nach. Da haben wir mehr als genug mit Kevin Wimmer und Co. Der kommt erstmal auf die Bank, der Wimmer. Lustenberger, der ist komplett raus erstmal. Kinzombi auch hierhin. Mittelstädt und Regesell kommen dort und dorthin. So, Paco Alacer. Wadi ist nicht im rechten, rechtsaußen, das kannst du knicken. Bojan, du kannst das doch sicherlich auch, ne? Irgendwie. Aber erstmal hier. Eib dorthin. Delafoe rechts außen. Eib links außen. Auf der 10 Stendera. Hier dann Hazard. Wobei Hazard. Verlieren wir einen Punkt. Nee, dann müssen wir den Darida reinschicken. Das ist ja sonst scheiße. Wadi ist bei mir außen vor. Mittelstädt, Stark, Weigel, Hazard, Bojan. Riegesel so hin. Wadi und Lustenberger auf der Transferliste noch. Lustenberger ist ja schon auf der Transferliste, wenn mich nicht alles täuscht. So, und Körber kommt wieder zurück und Kohls. Zwei, die jetzt wahrscheinlich nicht ganz so viel gespielt haben, aber ja, ist es halt so. Verteidigung, Verteidigung, Verteidigung. Geschwindigkeit ausgewogen. Stendera, der geht Richtung Dribbling, würde ich sagen. Thorgan Hazard, Dribbling, Weigel, Verteidigung, Stark hat schon Verteidigung, Wimmer auf Geschwindigkeit, Kinzombi auf Verteidigung. So, hätten wir halt auch geschafft und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, liebe Freunde. Ja, wie gesagt, leider jetzt so ein bisschen negativ behaftet alles, weil ja, der Pro Evolution Soccer und der Rechner sich gegen mich verschwört haben. Nichtsdestotrotz war es eine recht erfolgreiche Aufnahmesession. Macht man nicht alles negativer, als es ist, aber es ist trotzdem ärgerlich, dass so viele Bugs in dem Spiel einfach sind und das Spiel teilweise macht, was es will, damit ja der Computer gut dasteht, aber ja, was will ich machen? Müssen wir so hinnehmen, ne? Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Freude, auch wenn das nicht ganz so positive Stimmung war. Aber ja, was willst du daran machen, ne? Machst du nämlich nichts daran und ja. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, auf jeden Fall noch mehr Daumen nach oben. Und ansonsten kann ich nur sagen, ja, wenn ihr Kommentare schreiben wollt zu unseren Transfers, die bewerten oder Vorschläge habt, welche besser gehen, dann schreibt das in die Kommentare. Dafür sind sie da. Und ja, wenn ihr kein Video verpassen wollt, könnt ihr noch ein Abo dalassen. Und das sind so alle Möglichkeiten, die wir haben. Wenn ihr wollt, dass ich den Verein wechsle, dann auch das in die Kommentare schreiben. Wenn ihr so Feedback geben wollt, immer gerne in die Kommentare. Und ansonsten könnt ihr auch in die anderen Videos reinschauen. Guckt, wie gesagt, in die Videobeschreibung. Dort sind viele nützliche Links auf meinen Games-Kanal vorbei. Heal Fuck die Games. Meine Homepage, healfuckthede-blog. Oder Facebook, Twitter. Dort bin ich überall zu finden. Und ja. Würde mich freuen, dort auch mal mit euch zu kommunizieren. Ich antworte auf jeden Fall. Und ja, bis dahin vielleicht mal den ein oder anderen mehr. Wir sehen uns mindestens spätestens im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao, euer Heal Fakten.
joy. That's what it's all.